NoFap, Scene Detention, No Nut November. Sind das alles moderne Erfindungen? Und die Antwort gleich vorweg, nein. Sind bei weitem keine modernen Erfindungen, sondern sowohl Scene Detention als auch die Challenge des No-Nut-Novembers, wenn man so mag, haben weitreichende Traditionen, die wirklich mehrere Jahrhunderte zurückgehen. Genau darum wird es heute gehen, aber nicht nur um die Hintergründe, woher diese modernen Interpretationen eigentlich entspringen. Die Wissenslücke werden wir einerseits schließen, aber es geht nicht nur darum, diese Wissenslücke zu schließen, sondern es geht vor allen Dingen darum, was du in deinem eigenen Leben aus diesen alten Traditionen lernen kannst. Denn das ist eine ganze Menge. Und das ist genau das, was vielen Männern heute fehlt, die sich vielleicht durch YouTube und Co. motiviert sehen, an einer No-Nut-November-Challenge teilzunehmen, NoFap irgendwie auszuprobieren, aber dann immer wieder zu scheitern. Warum du bei einem integrativen Semen-Retention-Lifestyle, das heißt der bewussten Kultivierung deiner sexuellen Energie, eigentlich gar nicht mehr unbedingt scheitern kannst, sondern eigentlich nur dazulernen kannst. Genau darum wird es heute in der Tiefe gehen. Wir werden die vier Schlüsselkomponenten, die damals schon die Taoisten bei der Kultivierung der eigenen Sexualenergie als ganz, ganz wesentlich erachtet haben, kennenlernen und dir damit schon mal ein paar klarere Handlungsschritte aufzeigen, wie du eben nicht mehr nur stumpf NoFap und Co. praktizierst, sondern in einen integrativen Semen-Retention-Lifestyle reinkommst. Insofern, voll cool, dass du dabei bist, mein Freund. Hoffe, dir geht's gut. Falls du noch nicht getan haben solltest, kannst du dem Video jetzt schon gerne mal einen Daumen nach oben geben, wenn du in Zukunft mehr zu diesen Themen, mehr zum Thema Semen Retention auch richtig gut aufgearbeitet sehen möchtest. Gerne mal einen Daumen nach oben da lassen und gerne auch mal jetzt schon mal in die Kommentarfunktion runterschreiben, ob du da Bock drauf hast, ob dich das Thema interessiert. Kurz vorweg, mich interessiert es auf jeden Fall. Also ich habe Bock, gerne was zu teilen. Aber ja, will natürlich auch mal ein bisschen Feedback von euch. Dementsprechend ja, würde es mich freuen, da mal in dem einen oder anderen Kommentar drüber zu lesen, ob du da Bock hast, tiefer einzusteigen. Insofern legen wir jetzt los. Und im Kern ist Semen Retention, aber letzten Endes auch der Ansatz NoFap und auch diese No Nut November Challenge, im Kern eine moderne Interpretation einer wirklich uralten Praxis, die über Jahrhunderte meistens jedoch im Verborgenen weitergegeben worden ist. Ihre Wurzeln lassen sich letzten Endes in den verschiedensten Traditionen, unter anderem der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, in der ayurvedischen Medizin, in der yogischen Tradition bzw. im Yoga-System, im Buddhismus und da habe ich in den letzten Jahren vieles drüber gelernt oder durfte da tiefer ein bisschen einsteigen, auch im Taoismus. Das heißt aber nicht nur dort, sondern auch in allen großen Weltreligionen, sei es im Christentum, sei es im Islam, sei es im Judentum, sei es im Hinduismus, letzten Endes allen großen Weltreligionen hat und spielt bis heute die sexuelle Energie auch eine wesentliche Rolle. Nur wurde es in diesen, ich sage jetzt einfach mal, religiösen Interpretationen oft zu negativ interpretiert. Nichtsdestotrotz sieht man an alledem, dass in allen alten Überlieferungen die Bedeutung der eigenen sexuellen Energie auf jeden Fall erkannt worden ist. Was dann die einzelnen Traditionen daraus gemacht haben, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir wollen uns hier vor allen Dingen auf die Traditionen jetzt auch konzentrieren, die die sexuelle Energie immer als was Positives gesehen haben, als etwas, das das eigene, jetzt in dem Fall männliche Leben, wirklich bereichern und transformieren kann. Eins der vielleicht stärksten Beispiele für die Tradition bzw. die Wurzel dieser Praxis liegt im sogenannten Brahmacharya. Brahmacharya, falls du es noch nicht kennst, ist wortwörtlich übersetzt ein Verhalten, das zu Brahman führt. Und Brahman übersetzt bedeutet so viel wie das Absolute, das Göttliche. Das Ganze, das höchste Bewusstsein, wie auch immer man das jetzt mit Worten formulieren mag, du weißt so langsam ein bisschen wahrscheinlich, woraus es hinausläuft. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was man mit Worten nicht beschreiben kann. Aber ja, wir nennen es jetzt vielleicht sogar einfach mal auch Gott. Das ist das Verhalten, das uns zu Gott führt, das uns mit Gott auf einer ganz tiefen Ebene verbinden kann. Und Brahmacharya beschreibt im Prinzip eine Art von Lebensweise, die auf den achtsamen, bewussten Umgang mit allen Aspekten des Lebens abzielt. Und ja, insbesondere eben auch der Sexualenergie.
Das Ziel, könnte man ganz einfach formulieren, besteht vor allen Dingen darin, diese Energie nicht mehr wahllos zu vergeuden, sondern die tiefe, ich sage einfach mal spirituelle Wurzel dieser Energie wirklich zu kultivieren, sie ja, achten zu lernen und diese Energie als rohe Triebkraft gewissermaßen zu veredeln und dazu zu nutzen, uns zu den höchsten Wahrheiten des Lebens zu führen. Es gibt einige Traditionen, in der dieser Weg, der zu Brahman führt, als striktes Zölibat interpretiert wird. Das heißt, da gibt es dann wirklich Yogis, die komplett auf jeglichen sexuellen Akt, teilweise sogar auf jeglichen sexuellen Gedanken verzichten. Es gibt aber wiederum auch viele andere Traditionen, in der es zumindest darum geht, den Sex vor allen Dingen wieder mit der Liebe zu verbinden und die Energie damit in etwas Höheres sozusagen hineinzuleiten, sie auf jeden Fall nicht wahllos zu verschwenden. Und es gibt in dieser Tradition viele, viele, viele berühmte Yogis, denen man ihre Ausstrahlung förmlich aus ihren Poren hat quellen sehen, die diesen Weg gegangen sind, die auch darüber geschrieben haben. Aus einigen zitiere ich auch in meinem neuen Buch Potenzialmodus. Und das ist eine der vielen Ursprungswurzeln der modernen Interpretation, die wir heute als Semen Retention oder eben auch als No Nut November Challenge kennen. Und das wird jetzt spannend, weil es ist nicht nur in der yogischen Tradition so, sondern auch in vielen, vielen Urvölkern, in vielen indogenen Völkern, vielen Überlieferungen. Dort hat man die zumindest phasenweise Keuschheit, also die phasenweise Enthaltsamkeit vor allem des Mannes, eben als ganz wesentlich erachtet, vor allen Dingen in, ich sage jetzt einfach mal, essentiellen Lebensmomenten. Dazu zählte unter anderem früher vielleicht die Jagd, dazu zählten besondere Zeremonien, dazu zählte die Schwangerschaft der eigenen Frau, dazu zählte aber auch vielleicht dann die bestimmte Jahreszeit, wo vielleicht die Nahrung knapp war und viele, viele andere entscheidende Momente im eigenen Leben. Und wenn wir das heute mal ein bisschen jetzt rausholen, ich meine, wir sind ja kein indogenes Volk mehr, wir müssen nicht mehr unbedingt auf die Jagd gehen, können wir natürlich tun, müssen wir nicht mehr, ist es so, dass auch wir aber heute immer noch entscheidende Momente in unserem Leben haben. Auch wir haben immer noch Momente, in denen wir eigentlich das Gefühl haben, hey, ein bisschen mehr an Energie, ein bisschen mehr an Klarheit wird uns eigentlich gut tun und wird da vor allen Dingen für sorgen, dass wir unsere eigenen Entscheidungen bewusster treffen können. Und genau da kann heute auch immer noch die sexuelle Energie ins Spiel kommen. Das heißt, sie kann uns auch heute immer noch in diesen entscheidenden Lebensmomenten, ich sage jetzt einfach mal, einen Vorteil verleihen, den wir ohne diese kultivierte Energie definitiv nicht zur Verfügung hätten. Sie kann und sie wird den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem wirklich meisterhaften Leben ausmachen. Und eine etwas andere Perspektive bietet dann auch der Taoismus. Das heißt, dort ist vor allen Dingen das sogenannte Tao der Liebe bekannt, von den letzten Jahren auch bekannt geworden. Und im Taoismus ist es so, dass auch die Ejakulation nicht per se irgendwie verteufelt wird oder als per se ungesund betrachtet wird, sondern dass dort gelehrt wird, in vielen, vielen Überlieferungen, dass vor allen Dingen die, ich sage jetzt einfach mal, dem Mann entsprechende Regelmäßigkeit der Ejakulation ausschlaggebend ist. Das heißt, es gibt dort verschiedene Überlieferungen. Die einen sagen, dass es nach dem Alter gerichtet ist, dass ein Mann in seinen 20ern alle 5 Tage ejakulieren kann, ein Mann in seinen 30ern vielleicht alle 10 Tage und so weiter und so fort. Und das war für mich in den letzten Jahren ein großer, großer Gamechanger, mich mit diesen Traditionen zu beschäftigen und zu schauen, hey, okay, woher kommt das denn eigentlich alles, dieses Wissen? Also nicht einfach nur irgendwie Semen Retention, okay, je länger, desto besser, sondern wirklich zu schauen, hey, woher kommt das Ganze? Und ich habe es am Anfang versprochen, ich will es jetzt einhalten. Wir wollen uns jetzt auch die 4 Schlüsselelemente anschauen, die vor allen Dingen im Taoismus sozusagen gelehrt worden sind und bis heute auch gelehrt werden, um seine eigene sexuelle Energie zu kultivieren. Und was meine ich immer, wenn ich von kultivieren spreche? Ganz einfach. Wenn man jetzt sich hier eine Pflanze anschaut oder hier eine Pflanze, ist das ein Kultivierungsprozess. Das heißt, diese Pflanze wächst vor allen Dingen dann am besten, am schnellsten, am schönsten, wenn die entsprechenden Bedingungen stimmen. Das heißt, wenn die Bedingungen stimmen, ich diese Pflanze regelmäßig gieße, ich vielleicht ab und zu mal die Erde wechsle, ich sie vielleicht ab und zu mal umtopfe, damit sie wieder mehr Platz hat, dann trage ich sozusagen dazu bei, dass diese Pflanze von fast ganz alleine aber wächst. Das heißt, für das Wachsen muss ich letzten Endes nichts tun. Ich, jetzt vor allen Dingen jetzt hier zu Hause, muss nur dafür Sorge tragen, dass ich sie kultiviere, dass ich die richtigen Bedingungen sozusagen schaffe, sodass sie gut wachsen kann und erblüht. Und genauso ist es im eigenen menschlichen Leben. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, dass wir diese Energie kontrollieren,
sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir diese Energie verstehen lernen. Und im Leben ist es wirklich so, als ob du jetzt am Wasserhahn stehst. Je nachdem, wie du deine eigenen Energien kultivierst, entscheidest du darüber, ob eiskaltes Wasser rauskommt, ob angenehm warmes Wasser rauskommt oder ob viel zu heißes Wasser rauskommt. Sind deine einzelnen Handlungen, deine Gewohnheiten, die darüber entscheiden, wie sich deine eigenen Energien in dir anfühlen. Und damit auch darüber entscheiden, wie sich deine eigene Sexualenergie in dir anfühlt. Das heißt, wenn du jetzt permanent sozusagen dich stimulierst, permanent dir, ich sag jetzt wirklich einfach mal, perverse, abgefuckte Dinge anschaust, dann ist es ja kein Wunder, dass deine eigene Energie sozusagen auch diesen Eindrücken folgt, ich sag jetzt einfach mal komplett überhitzt und dich in eine Art hin und her gerissen sein zwischen Phasen von absoluter Stimulation und Aufgeladung und im wahrsten Sinne lädst du damit dein Nervensystem auf, künstlich aber, und danach brennst du aus, danach geht es ins Gegenteil, du fühlst dich leer, um dieser Leere wieder zu entkommen, musst du wieder dich krass stimulieren und so schnürt sich allmählich eine Art von Teufelskreis. Genau dieses Wesen eines Teufelskreises beschreibe ich im neuen Buch auch, damit du ein für alle Mal verstehst, wie du aus so einem Teufelskreis langfristig rauskommst und wie du das genaue Gegenteil davon, einen sogenannten Tugendkreis, in deinem eigenen Leben installierst. Darum soll es heute nicht gehen, wenn du dazu mehr erfahren möchtest, in meinem neuen Buch Potenzialmodus. Und das kannst du dir vor allen Dingen mit einem exklusiven Bonus auch über meine Telegram-Gruppe sichern. Lohnt sich, so viel sei verraten. Du kannst dich auch übrigens da mit vielen anderen Männern austauschen. Das heißt, nicht alleine wachsen in diesen Prozess hinein, sondern mit anderen zusammen. Unter anderem auch mit mir persönlich und das Ganze kostenlos. Jetzt ist es so, als ich gerade davon gesprochen habe, dass wir diese Energie kultivieren. Dass wir unsere eigenen Energien per se kultivieren. Dazu zählt nicht nur die eigene Sexualenergie, sondern wie gesagt unsere gesamte Lebensenergie, nenne ich es jetzt einfach mal. Dazu zähle ich alle Arten von Energien. Wir wollen uns jetzt die grundlegenden Aspekte, die angesprochenen grundlegenden Aspekte anschauen, die dir dabei helfen können. Der erste grundlegende Aspekt, das ist die achtsame Körperwahrnehmung. Das heißt, zu lernen, seinen Körper vor allen Dingen von innen zu fühlen. Die meisten Männer haben das in ihrem eigenen Leben noch nie wirklich gelernt. Das heißt, sie leben einfach nur vor sich hin, immer mit dem Fokus vor allen Dingen auf das Außen, ohne jemals wirklich so in ihr inneres Zuhause mal reinzukommen. Das heißt, ja, das äußere Zuhause mag man sich irgendwie schön einrichten, aber das eigene innere Zuhause, das, was man immer dabei hat, ganz egal, wo man gerade ist, das ist das ganz Essentielle. Und dieses, wie fühle ich mich in mir selbst, wie viel Platz habe ich in mir selbst, das entscheidet maßgeblich darüber, ob ich gerne auch einfach mal mich in mir selbst hinein entspanne oder ob ich das Gefühl habe, mich überall vor mir selbst ablenken zu müssen. Und dann werde ich natürlich sehr leichte Beute für all das, was heute passiert, für all diese Stimulationen, für all diese vermeintlich kostenlosen Angebote, die immer wieder unsere Aufmerksamkeit catchen wollen. Und es leider bei vielen auch schaffen. Und du weißt, mein Freund, wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, Energie folgt immer der eigenen Aufmerksamkeit. Und da sind wir jetzt beim zweiten entscheidenden Knackpunkt. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, dass es in dir eine Art von Energiekreislauf gibt. Nicht nur eine Art von, sondern es gibt einen Energiekreislauf. Und genau wie in einem Stromkreislauf gibt es auch hier zwei Pole, die überhaupt dafür sorgen, dass die Energie in dir fließen kann. Das ist der Pluspol, der männliche Pol, und der negative Pol, der weibliche Pol. Jeder Mensch hat in sich diese beiden Pole. Und diese beiden Pole, man könnte es auch jetzt in dem Fall wirklich damit beschreiben, dass es in dir eine aufsteigende Energie gibt. Im Idealfall steigt die über deinen Rücken nach oben. Und im Idealfall sinkt diese Energie, das ist dann die sinkende Energie, die erdende Energie, wieder an der Körpervorderseite hinab. Und das ist im Prinzip auch deine Möglichkeit, sexuelle Energie bewusst nach und nach kultivieren zu lernen. Mit Hilfe dieses Energiekreislaufs. Oder anders formuliert, je offener dieser innere Energiekreislauf ist, je mehr du ihn lernst, von Blockaden zu befreien, desto besser kann deine Energie ganz natürlich in diesem Kreislauf fließen. Und je besser die fließen kann, desto mehr Energie kannst du ertragen, ohne dass sich das irgendwie direkt unbalanciert anfühlt. Es geht auch wirklich auch darum, dass man nach und nach sein Nervensystem an diese erhöhten Energiezustände gewöhnt. Und damit man das auf eine nachhaltige und vor allen Dingen sichere Art und Weise macht, genau wie beim Stromkreislauf, wenn die Erdung nicht sichergestellt ist, gibt es einen Kurzschluss und vielleicht sogar einen Brand oder sonst irgendwas. Genauso ist es bei uns wesentlich, dass wir erstmal lernen, unsere Erdung herzustellen. Wie machen wir das? Vor allen Dingen, indem wir lernen, unsere Körpervorderseite nach und nach ein bisschen zu entspannen. Indem wir emotionale Balance herstellen. Indem wir dafür Sorge tragen, dass wir nicht so das Gefühl haben, noch
100 offene Lebensthemen zu haben und überall irgendwie emotionalen Müll mit uns herumzuschleppen, sondern indem wir erstmal nach und nach lernen, innerlich klar Shift zu machen. Indem wir lernen, in uns hineinzufühlen und zu schauen, hey, was ist da eigentlich? Das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber das ist erstmal so das zweite grundlegende Ding. Wenn du dabei Unterstützung möchtest, gerne auch mal auf riesenneo.de vorbeiklicken. Da gibt es bei mir im Mentoring wirklich all das, was du dafür brauchst, um innerlich klar Shift zu machen. Oder gerne auch im ersten Schritt in die Telegram-Gruppe kommen. Auch da findest du erste gute Impulse. Und der dritte wesentliche Aspekt, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen mit angedeutet, das ist die emotionale Harmonie, nenne ich es jetzt einfach mal. So nenne ich es auch im Buch. Warum? Nun, schau her. Das, wie sich deine sexuelle Energie in dir anfühlt, hat viel mit deinen Emotionen zu tun. Das heißt, wenn du jetzt permanent Emotionen in dir kreierst, die permanent Verlangen kreieren, die permanent Stimulation sozusagen innerlich machen, dann ist es klar, dass die sexuelle Energie sich dementsprechend heiß und unkontrollierbar und ja, permanent fordernd anfühlt. Wenn du jetzt aber, und da sind wir auch beim eben angesprochenen Tugendkreislauf, in deinem Leben auch Ideale hast, vor allem das Ideal der Liebe, wenn du lernst, deinen Charakter zu schulen, positive Dinge in deinen Geist aufzunehmen, die negativen nach und nach wegzulassen, dann werden sich nach und nach ganz automatisch auch deine Emotionen viel mehr balanciert anfühlen. Du wirst in eine emotionale Balance reinkommen und dementsprechend auch diese sexuelle Energie sich nicht mehr so permanent unbalanciert anfühlen, sondern die wird sich ein bisschen balancierter anfühlen. Und das, was sich innerlich balancierter anfühlt, das kannst du natürlich über mehrere Tage viel, viel besser kultivieren als etwas, was sich permanent ja, wie so ein wild gewordener Terrier anfühlt. Dementsprechend sind die Emotionen auch wesentlich. Frag dich immer wieder, was fühle ich gerade? Warum fühle ich das? Wie kann ich das vielleicht ändern? Wie kann ich alte Emotionen auflösen? Auch da, wenn du dazu mehr wissen möchtest, schreib mir gerne mal. Entweder über Telegram, über Instagram, über mauriceneo.de, Kennenlern-Call vereinbaren. Ich helfe dir gerne bei diesen Prozessen. Das wird natürlich jetzt alles den Rahmen von diesem einen Video sprengen. Hier gebe ich dir jetzt erstmal diese Impulse, an denen du erstmal vielleicht alleine arbeiten kannst. Und wenn du merkst, dass du vielleicht noch mehr Impulse brauchst, melde dich gerne. Ich habe es selbst in den letzten Jahren auch immer wieder so gemacht, dass ich mir dabei Hilfe geholt habe. Weil ja, man muss auch nicht immer alles alleine schaffen, auch wenn das vielleicht so ein männliches Mindset noch ist. Es ist vollkommen legitim, sich hier und da auch mal Unterstützung, Inspiration zu holen. Dann haben wir jetzt noch zwei wesentliche Hauptaspekte offen. Das heißt, diese emotionale Harmonie und das bewusste Zirkulieren lassen in diesem Energiekreislauf, das geht für mich so ein bisschen Hand in Hand. Das war der zweite Punkt. Jetzt der dritte Punkt, das ist deine Körperhaltung und deine Struktur. So, das heißt, ob du es glaubst oder nicht, auch deine Körperhaltung, deine innere Struktur hat viel damit zu tun, wie die Energie innerlich fließen kann oder wie sie eben nicht fließen kann und deswegen stagniert und sich so anfühlt, dass man sich am liebsten direkt wieder loswerden will. Dementsprechend, logische Konsequenz, arbeite an deiner Körperhaltung. Sei dir über deine Körperhaltung bewusst. Ein einfacher Trick sozusagen schon mal am Anfang. Stell dir immer mal wieder vor, dass du, als ob du an so einem leichten goldenen Faden nach oben in Richtung Himmel gezogen bist an deiner Krone. Alleine das hilft schon dabei, deine Wirbelsäule auszurichten, deinen Nacken so ein bisschen über den Körper auszurichten, so ein bisschen an Länge zu gewinnen. Und dann stell dir vor, dass du aus dieser Länge dann aber auch bewusst loslässt und lernst auch wirklich mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, da sind wir wieder beim Thema Körpergefühl, deinen Körper auszurichten. Das heißt, wenn du jetzt permanent irgendwie so da hängst und auch im Alltag, wenn du stehst, so einen Rundrücken hast, ist ja klar, dass die Energie permanent gequetscht wird. Und das kannst du dir vorstellen wie in so einem Gartenschlauch. Wenn der Gartenschlauch gequetscht ist, wird der Druck irgendwann zu hoch. Gerade wenn die Energie dann erregt ist, kann die nicht mehr fließen. Wenn du aber jetzt nach und nach lernst, deinen Körper auszurichten, vielleicht über die Meditation, über das stille Stehen, über Qigong, über Yoga, was auch immer dir gefällt, was auch immer du gerne praktizierst, such dir irgendwas aus, wo du lernst, deinen Körper bewusst zu fühlen, bewusst auszurichten, ein bisschen zu dehnen, innerlich zu öffnen, dass da mehr Raum entsteht, dass diese Knicke so ein bisschen besser werden, dass das alles so ein bisschen innerlich ausgerichtet ist. Du kannst dir vorstellen, als ob dein Körper innerlich so eine Art hohle Hülle ist und du versuchst, den als ein Ganzes zu fühlen. Und wenn dir das besser gelingt, dann ist es ganz automatisch so, dass diese Energie freiere Bahnen hat, besser fließen kann und dementsprechend sich, wie gesagt, auch besser anfühlt. Und der letzte wesentliche Aspekt, das ist die Ernährung. Auch da hätte man vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt diesen Zusammenhang erkannt. Aber letzten Endes, wenn du dich jetzt, ich sage jetzt einfach mal, künstlich ernährst, wenn du nicht wirklich dich auf eine natürliche, gesunde Art und Weise ernährst, dann führt das eben auch oft zu Energieblockaden und vor allen Dingen auch dazu, dass du diese Fähigkeit verlierst, richtig gut zu fühlen. Warum? Weil dein Darm, weil deine Verdauung eben auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie du dich fühlst.
Und das hast du vielleicht schon mal gemerkt, nach einem richtig ungesunden Essen, wenn du dir irgendwie mal, weiß ich nicht, BK, McDonald's oder was auch immer irgendwie gegönnt hast, ab und zu kann man das mal machen, um Gottes Willen. So, wenn man da Bock drauf hat, einmal im Quartal oder so, go for it, ich will nichts verbieten. Aber wenn man das zu oft macht, hast du das vielleicht schon gemerkt, dass man nach so einem Mal relativ wenig innerlich fühlt. Man fühlt sich einfach so lethargisch, so ein bisschen abgestumpft und ja, wirklich abgestumpft. Und dieses abgestumpfte Gefühl ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, wenn wir Energie kultivieren. Da wollen wir klar sein, da wollen wir die Energie fühlen können. Nur das, was wir fühlen können, können wir irgendwie auch ausrichten, können wir balancieren. Ansonsten sind wir vom Gefühl blind und wissen gar nicht genau so, haben wir jetzt zu viel Energie, haben wir zu wenig Energie, wie ist die Emotion gerade. Also wir sind einfach blind, wir manövrieren blind durchs Leben. Dementsprechend als Mann muss man vor allen Dingen Verantwortung für seinen eigenen inneren Raum übernehmen. Je mehr du das tust, desto mehr wirst du deine Energie kultivieren und desto mehr Energie wirst du dann auch in Form von Sexualenergie in dir sozusagen speichern können und auf alle anderen Lebensbereiche auch umwandeln können. Desto potenter wirst du leben, desto mehr wirst du dein Potenzial aktivieren. Wenn du da jetzt Unterstützung bei möchtest, weil das ging natürlich jetzt alles ein bisschen schnell und es ist wirklich wichtig, dass man sich das sukzessive erarbeitet. Das erarbeitet man sich einmal in seinem Leben, dann stehen diese Fähigkeiten zur Verfügung. Wenn du da jetzt bei Unterstützung möchtest, wenn du jetzt sagst, hey, Noffe war vielleicht der erste Schritt, ich habe Bock, mein Leben zu verändern, mein Leben zu verbessern, dann klick gerne mal unten auf den Link. Das heißt, du kommst da automatisch in eine neue Telegram-Gruppe, die ist komplett kostenlos, dient sozusagen als perfekter Startpunkt für dich. Und da kannst du dir unter anderem mein neues Buch Potenzialmodus mit einem exklusiven Bonus sichern. Und das ist vielleicht sogar noch spannender, du wirst in den nächsten Monaten dort eine Austauschplattform haben. Das heißt, wenn du Fragen hast, wenn du Erkenntnisse machst, wenn andere dasselbe tun, dann könnt ihr euch gegenseitig austauschen und das nicht auf eine spammende Art und Weise. Das heißt, Telegram, falls du noch nicht kennst, dort kann man die Gruppe auch einfach stumm schalten. Das heißt, du kannst da vielleicht irgendwie alle 2 Tage mal reingucken oder alle 3 Tage. Also du entscheidest selbst darüber, wie oft du da reinschaust. Es ist jetzt nicht so, dass du permanent abgelenkt wirst, weil da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ne? Dementsprechend das perfekte Anlaufstelle. Und für alles Weitere, falls du irgendwie persönliche Fragen oder sowas hast, kannst du mir auch jederzeit über die genannten Kanäle schreiben. Instagram, maurice.neo oder maurice.neo.de direkt anschreiben. Meinetwegen sogar auch WhatsApp. Ne? Das heißt, auch da findest du die Nummer. Also du wirst auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, Kontakt aufzunehmen, falls du da irgendwie noch eine Frage hast und falls du das Ganze systematisch erlernen willst. Wie gesagt, kann ich dir als ersten wesentlichen Schritt mein neues Buch Potenzialmodus empfehlen. Denn da ist das alles systematisch und aufeinander aufbauend sozusagen beschrieben. Wirklich vom ersten Schritt, sich aus den Abhängigkeiten zu befreien, zum zweiten Schritt, Tugendkreisläufe aufzubauen, zum dritten Schritt, diese Energie zu kultivieren, hin dann zum vierten Schritt, sein eigenes Leben mit dem maximalen Potenzial zu leben. Auf deine eigene Art und Weise. Das ist immer das, worum es geht. Insofern, ich denke, da war eine Menge drin. Falls dir das Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Für mehr solcher Videos folgt dem Kanal, aktiviere die Glocke und ansonsten hören wir uns dann hoffentlich auch via Telegram und bald vielleicht auch im neuen Buch. Freue mich drauf. Von Herzen dir alles Gute, lebe und liebe mutig. Dein Maurice.